Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Legung. Ich freue mich, dass du wieder mit an Bord bist und wie ihr hören könnt, ich habe nicht auf das Mikro vergessen. Meistens liegt es ja immer irgendwo in meiner Nähe, aber nicht angesteckt. Ja, wie ihr sehen könnt, ist die Legung mal ein bisschen anders, beziehungsweise es ist aufgefächert. Da hatte ich das Gefühl, irgendetwas fächert sich auf, ne? Also irgendetwas geht auf, geht in die Umsetzung, etwas Neues möchte sich entfalten. So war der Impuls, wie ich die Karten gemischt habe und dann hingelegt habe. Ihr wisst ja schon den Titel, ich noch nicht, weil ich weiß nicht, was da drinnen ist. Wir werden jetzt noch zwei Karten von diesem Stapel dazu nehmen. Ich wollte ein bisschen etwas live mischen für euch. Und dann haben wir noch die Klärungskarten. So, ich hätte noch gerne zwei Impulse zu dieser Legung. Zwei Impulse zu dieser Legung. Okay. Dann die Zusammenkunft. Ja, es geht wieder mehr um das Zusammenleben, um die Zusammenkunft, um das Treffen, um auch das Extrovertierte mehr rauszugehen, mehr das Leben wieder genießen können. Und auch hier beim Mischen, ich habe so das Gefühl, du steckst dir ein neues Lebensziel. Das war sehr, sehr klar beim Mischen. Also wenn du hier dabei bist und auch neue Ideen kreierst und auch etwas Neues erschaffen möchtest, du weißt vielleicht noch nicht was, du weißt noch nicht wie, dann bist du auf alle Fälle mit in der Reisegruppe mit dabei. Ich würde sagen, wir geben mal den Fächer oder die 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fächer. Auch interessant, ne? Ich denke da ja nicht mit, ich ziehe die Stapeln, die dabei sein wollen, die nehme ich. Und jetzt haben wir gedacht, so, ich zähle das jetzt mal mit auf, also wie viele Fächer das sind, auch interessant. Hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, auch 6, das ist auch spannend hier. Also 2 mal die 6, das ist interessant. Also sehr, sehr interessante Legung. Ich freue mich schon sehr auf die Legung, weil hier viele, viele Karten rausgefallen sind und vor allem ganz, ganz viele Krafttiere. Da hatte ich jetzt eher, das kann schon das Krafttier gemeint sein, aber hier habe ich eher das Gefühl, was beim Text draufsteht, könnte hier wichtig sein. Ja, meine Lieblingskarten sind mit dabei, ne, meine Schatzis. Und ja, ich würde sagen, wir starten. Ne? Wir starten. So, dann nehmen wir das hier mal. Psst. Und zum Schluss werde ich noch, ich hoffe, ich vergesse nicht, weil ich habe es bis jetzt ja immer vergessen. Das sind die Zusatzkarten, die legen wir jetzt mal hier zur Seite. Das Gewinnspiel, ne? Also ich habe jetzt jedes Mal bei jedem Video vergessen, dieses Gewinnspiel hier zu machen. Aber es hat ja einen Grund, ne, warum das so ist, ne, wie es ist. Also sollte ich es heute auch vergessen, denk dran, irgendwann kommt es garantiert. Ne? Also ich sage dann nicht nur, sondern ich mache das dann tatsächlich. Aber meistens bin ich dann so vertieft in der Legung. Also ich habe es mal notiert. Aufgeschrieben, es liegt neben mir, also wenn ich es wieder mal verschwitze, dann kannst du auf meiner Community gehen und dann werde ich auch dort es bekannt geben. Natürlich kommen immer nur die, die auch abonniert haben oder meinen YouTube-Kanal abonniert haben, die auch liken, die auch natürlich und für denen ist es auch gedacht, diese Wertschätzung auch zurückkommt, die auch mir Sterne bei Google vergeben, auch die kommen dazu. Also ich möchte schon meine Schatzis, die wirklich Daumen nach oben kommentieren, auch bei Google gehen, mir die Sterne geben, die kommen definitiv in dieser Legung mit dabei. Also nicht nur manche, die auch kurze Reise hier
einmal ganz kurz reinschauen und wieder weg sind. Oder nur dann kommentieren, wenn ich das Gewinnspiel habe. Also hier auf alle Fälle bist du da mit dabei, wenn du das dies tust. Ne? Weil Wertschätzung, Mut wird immer belohnt. Und falls du dann natürlich diese Sitzung ergattern möchtest, dann kannst du ja jetzt schon anfangen zu teilen, zu liken, zu kommentieren, mir Sterne auf Google zu verteilen, wenn du das Gefühl hast, dass es passt, weil es sollte ja immer auch auf Gegenseitigkeit beruhen. So, das war's. Ich fange mal an mit dieser Legung. Die Zusatzkarten, die ich live gemischt habe, da ist herausgekommen, ein guter Herr wird aktiv. Also hier haben wir den reichen, guten Herrn hier, der aktiv wird. Jemand, der sehr selbstbewusst ist, sehr stark ist. Das kannst natürlich du selbst sein. Oder es könnte sich um diese Person handeln. Jemand, der sehr aktiv ist, jemand, der sehr fleißig ist. Wir sehen hier die fleißigen Bienchen hier. Hier ist jemand aktiv, auch in der Aktivität, jemanden kennenzulernen. Also dieser Mensch war vielleicht sehr in der aktiven Phase, ist aber jetzt bereit, dich kennenzulernen. Oder das ist dein Chef, der jetzt aktiv wird. Vielleicht hast du ihm etwas gesagt, ein neues Projekt vorgestellt etc. Dann kannst du jetzt davon ausgehen, dass auch dein Chef aktiv wird und auf dich zukommt mit den neuen Projekten. Denn ist das das, was ich immer wieder auch gespürt habe in den Legungen. Die legen wir jetzt auch mal zur Seite. So, und dann mache ich mal so einen kurzen Überblick. Ach ja. Das ist interessant und spannend, weil es kommt schon wieder das innere Kind. Also das innere Kind kommt sehr, sehr oft auch jetzt bei meinen Klienten. Bei vielen von euch öffnet sich jetzt das innere Kind, beziehungsweise ihr werdet mutig, ihr geht in das Beschützen eures inneren Kindes. Vielleicht wollt ihr euer Kind beschützen. Ich sehe ganz, ganz viel Violett. Und ich sehe Transformation, das heißt dein inneres Kind, du wirst dich bis zum Frühling, also diese Legung habe ich sowieso das Gefühl, dass das bis zum Frühling könnte diese Legung für euch interessant sein. Also sicher das nächste halbe Jahr. Und dieses innere Kind wird dir viel, wird dich mutiger machen. Ich bekomme das so herein. Entweder ist es dein Enkelkind, dein Kind, irgendein kleines Kind ermutigt dich, den Weg deines Herzens zu gehen. Auch interessant, ne? Es geht um diese Transformation, dass genau diese Umwandlung hier passiert, eine massive Transformation, ein schicksalshafter Weg möchte dir jetzt offenbart werden, könnte etwas natürlich auch mit der Akasha-Chronik zu tun haben. Wenn du meine Legung, die Akasha-Chronik, noch nicht gesehen hast, dann ist es natürlich das ein Hinweis, dass du dort hineinschauen sollst. Dann ist hier der Hinweis auf die Akasha-Chronik hier gegeben. Ansonsten geht es darum, dass in deiner Akasha-Chronik etwas verborgen ist, ein Schatz verborgen ist. Etwas, was vielleicht dein innerstes Kind weiß, dass das jetzt auf dich zukommen wird. Vielleicht hast du noch ein bisschen Ängste, vielleicht hast du auch Unsicherheiten, vielleicht weißt auch noch nicht, wohin geht der Weg, denn wir haben hier einen geheimen Weg. Vielleicht ist es nur ein Weg, der für dich bestimmt ist. Vielleicht geht es auch darum, dass du deine Wege jetzt noch niemandem erzählen sollst. Also hier Verschwiegenheit.
Ich nehme hier auch ganz, ganz starken Aufstieg wahr, einen Zuwachs wahr, einen Zugang jetzt zu deiner Akasha-Chronik nehme ich wahr. Ja, gelingen auch Verbesserungen, aber das ist alles im Geheimen. Also sollte sich eine Situation bei dir verbessern, dann wäre es vielleicht ganz klug, es noch nicht jemandem zu erzählen, denn dein Weg geht tatsächlich noch ein Stück weiter, bis du es in die Vollendung gebracht hast. Na, ich sehe, du bist zwar auf dem Weg, aber du bist noch nicht angekommen an deinem Ziel. Es kommt jetzt eine friedvollere Zeit auf dich zu. Ich nehme hier auch wahr, und das ist auch ein Hinweis. Ich habe lange überlegt, ob ich euch das Video, weil das war so ein krasses Video, was ich gedreht habe, das Gespräch mit Gott, ne? Ich wusste nicht, wie ihr dazu steht, wie ihr reagiert auf das, weil es ein wirklich ein dermaßen riesengroßes Channeling war. Ich spürte Gott tatsächlich in dieser Situation extrem, ganz, ganz stark bei mir. Und ihr wisst ja, meine Kindheit war jetzt nicht die schönste Kindheit. Deshalb war Gott und Mutter Maria schon von klein auf bei mir, waren auch sozusagen wie meine Eltern. Und dieses könnte jetzt auch damit gemeint sein. Ich sehe in dieser Karte ganz, ganz stark Gott vertreten. Also auch das könnte ein Video sein, aber das ist, ich habe so die Karten mit ihm gemeinsam gelegt, aber durch mich hat er gesprochen. Und das ist echt interessantes Video mit ja, extrem gewaltiger Energie. Ja, dieser Frieden. Der zeigt sich jetzt immer mehr bei dir, der innere und der äußeren Frieden. Vielleicht hast du auch Frieden mit deinem inneren Kind geschlossen, weil wir hier auch das innere Kind haben und wir haben hier den Frieden. Also es kann ruhig sein, dass du hier Frieden geschlossen hast mit deinem inneren Kind oder mit deinem inneren Kindarbeit. Oder du solltest jetzt Frieden mit deinem inneren Kind schließen. Ich hoffe, ihr hört mich, weil ich das Mikrofon jetzt. Ich werde das jetzt höher stellen. So. Dann haben wir ja ganz, ganz, ganz viele, 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 viele Krafttiere bekommen. So, wo fange ich denn am besten an? Ja, das ist auch mal spannend hier. Das Seepferdchen ist auch in einer Legung ständig gekommen. Ah, wo war das? Das kann ich jetzt nicht mehr sagen, aber irgendwo, vielleicht, wenn ihr es wisst, wo das Seepferdchen sehr oft in der Legung drinnen war, dann schreibt es unten in den Kommentaren hinein. Die Libelle, Befreiung von Ballast, Leichtigkeit, Dynamik, Flexibilität, Elfenfeen und Naturgeister. Ja, hier befreist du dich oder es kommt zu einer Befreiung. Ne? Das ist so, wie ich die Fächer aufgelegt habe. Ich habe auch das Gefühl, dass sich jetzt ein Ballast von dir geworfen wird oder jetzt runtergeworfen wird von dir. Dann haben wir den Löwen. Kraft, Macht, Stärke, Sonnenenergie. Selbstbewusstsein stärken, Mut für neue Taten, Unabhängigkeit, innere Zentriertheit. Ja, hier zentriert sich etwas, hier kommt etwas in die Umsetzung. Du hast jetzt die Kraft und die Stärke. Du bist jetzt soweit für deine Weiterentwicklung. Du bist bereit, die nächsten Schritte zu gehen. Neue Möglichkeiten, neue Chancen werden sich dir auftun. Vielleicht fangt das schon, ich weiß noch nicht, wann ich dieses Video dann raufstelle. Ich kriege ja nur die Impulse, wann ich die Videos drehen soll. Aber ich kann euch ja nicht alle auf einmal da reinpfeffern. Ich habe hier das Gefühl, dass das etwas mit dem Löwenportal zu tun hatte, wo wir jetzt alle drinnen waren in dieser Energie und diese Energietransform, in dieser Transformation, in dieser Umwandlung. Hier ist ganz, ganz viel Violett in den Karten beinhaltet. Also sehr, sehr starke Transformation und Umwandlung wird auf dich warten. Und Mut wird immer belohnt, meine Lieben.
Dann haben wir das Seepferdchen, durchs Leben tanzen, Taktgefühl, Rhythmus, Fortbewegung, Harmonie, Einheit, Farbenspiel, Verbundenheit, Verborgenheit in Partnerschaften, Liebe, Respekt, sich fallen lassen. Ja, das Wort Respekt, das wäre und Wertschätzung sind sehr, sehr wichtig in diesem Leben. Respekt meine ich nicht, dass ihr abdacht stehen müsst vor anderen Menschen, aber respektiert die Meinung anderer und akzeptiert oder lernt zu akzeptieren, dass jeder Mensch es selbst in der Hand hat und nicht ihr. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Dann haben wir hier, ja, das ist auch interessant, den Specht. Höhepunkt erreichen, Hochphase, Kontakt zur Natur, wieder das Wort Liebe, dieses Mal Liebe zur Erde. Hier haben wir Liebe extra und in Partnerschaften und in Respekt. Ankündigungen von Veränderungen, Umschwung und Marsenergie. Also hier könnte der Mars sich einbringen, die Energie des Mars. Aber hier nehme ich auch ganz, ganz starke raus in die Natur. Und ich nehme das auch so wahr, dass draußen in der Natur die Vielzahl auf dich wartet. Weil das ist interessant, ne? Wir haben hier etwas, was im Wasser ist. Wir haben etwas, was fliegt. Wir haben etwas, was nicht unmittelbar mit uns bewohnt ist, ne? Also je nachdem, wo du halt her bist, aber ich rede jetzt von der Schweiz und so weiter, Österreich, Deutschland und so weiter, ist natürlich der Löwe, jetzt spaziert jetzt nicht so gleich durch euren Dschungel. Und die Libelle, und die Libellen, die halten sich ja an Wasser auf, wir haben extrem viel Libellen hier, bei uns in der Hinterbrühl, da ist ganz, ganz viel Libellen, wirklich ein Schwarm an Libellen. Heuer war es extrem, finde ich. Das heißt, hier ist es um Befreiung und es geht um Befreitheit. Ja, und der Specht, der ist auch meistens auch im Wald unterwegs. Also ihr seht, es ist sehr, sehr vielfältig. Dann haben wir den Schwan, Licht ins Verborgene bringen, Altes kann gehen, Neues entsteht, Liebe, noch einmal Liebe, das gibt's doch nicht, Liebe, Liebe und Liebe, treu, loyal, aufrichtig und ehrlich, ja, seid aufrichtig und ehrlich zu euch. Dann haben wir den Frosch, ne? Den kennt auch jeder, Sprung in eine neue Zukunft wagen, schon wieder Neues, ne? Altes weg, Neues, neue Zukunft wagen, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, spirituelle Kraft, höherer Zustand in uns selbst, Dimensionssprung. Also hier geht es um einen absoluten Dimensionssprung in eine neue Richtung, in eine neue Energie, in neuen Erfolgen, neue Chancen. Gutes Gelingen, Verbesserung deiner Situation, ja? Und du steckst dir absolut neue Lebensziele, das sieht man. Du kreierst dir das Neue ganz von selbst. Also das heißt, du benötigst niemanden, aber du wirst Unterstützung erhalten, wo du zu dieser Energie gelangen wirst. Dann haben wir den Widder, der steht auch für Neuanfänge, es könnte auch die Widder-Energie gemeint sein. Sprunghafte Veränderung, ne? Jetzt haben wir schon den Dimensionssprung, dann haben wir hier sprunghafte Veränderung, Frühlingserwachen, Sprung ins Ungewisse, Hindernisse überwinden, Durchsetzungsvermögen und Tatkraft. Ja, Hindernisse, wenn du etwas Neues beginnst, sind das immer Hindernisse. Aber das muss nicht immer unbedingt negativ bewertet sein, sondern Hindernisse können auch damit gemeint sein, dass etwas neu ist und fremd ist für dich. Ne? Das kann sich dann als Hindernis auch bei euch zeigen, indem dass ihr vielleicht Bedenken habt, oh, schaffe ich das? Oder
wo hole ich mir bloß diese Information? Wie kommst du zu dieser Information? Wie kannst du das und das umsetzen? Wie bringst du es an die Menschen? Wen benötigst du, der dir da hilft, ein Stück weit im Marketing helfen tut, ein Stück weit in deinen Projekten, in dieser Unterstützung? Davon rede ich auch, dass diese Hindernisse müssen keine Hindernisse für dich sein. Nur du weißt es vielleicht nicht, wie das geht, aber du kannst dich informieren, wer sich auch auskennt. Und dann holst du dir diesen Menschen ins Boot. Dann schaust du dir und hörst du dich ganz genau um. Und dann befragst du diesen Menschen und sagst, hey du, wie geht das? Wie kann ich das machen? Das mache ich auch, ne? Ich kann ja auch nicht alles, ne? Das ist so, ne? Ich kann von meinem Fachgebiet sprechen, von dem, was ich kann, aber manche Dinge muss man dann halt auch den Fachkundigen befragen, ja? Und das ist wurscht, egal, wenn mein Geschirrspüler irgendetwas hat und ich ihn selbst nicht mehr reparieren kann oder ich nicht weiß, an was das liegt, dann hole ich mir einen Experten, der schaut sich das an, tschak, bumm, und fertig ist die Geschichte. Und so meine ich das. Und ich habe ja auch das Gefühl, hier wirst du einen Experten auch zu Rate ziehen. Und dann sind es mal keine Hindernisse, aber wenn du dich natürlich den Kopf zermatterst, wie kannst du das umsetzen, wie kannst du, welche rechtlich, auch rechtliche Dinge, ne? In meinem Dingen ist auch viel Rechtliches, also Dank an mein Kind, die sich da sehr, sehr gut auskennt, die ist eine Koryphäe, ja, also sie hat noch 1,5 Jahre, dann ist sie Rechtsanwältin. Aber die kennt sich sehr, sehr gut aus und ich habe noch eine Rechtsanwältin an meiner Seite. Und das ist eben genau das, ne? Man braucht dann halt Experten, die sich dann auskennen. Und genau um das geht's. Und das ist auch das, was du jetzt tun sollst. Also nicht alleine glauben, deine Hindernisse sind solche schweren Hindernisse, sondern okay, das ist jetzt da, wie kann ich es umsetzen? Ne? Und dann haben wir die Biene. Fleiß, Ordnung, nichts geschieht zufällig, Disziplin, Gemeinschaft, Gemeinwohl. Und jetzt komme ich dazu, nichts geschieht zufällig. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, nee, ich mache das alles allein, ich kann das alles, ich kann alles, ne? Und dann zeigt dir das Universum, dass du doch nicht alles kannst, dass du doch nicht alles umsetzen kannst, ne? Dass du hier auch dazu mal einen Experten, eine Expertin aufsuchst. Wurscht, ob spirituellen Experten, psychologischen Experten, einen Techniker, eine Rechtshilfe, Rechtsbeistand, einen Steuerberater, meine Buchhalterin zum Beispiel, hello, ja und so weiter, ne? Also das sind so Dinge, man kann es, aber man muss es nicht machen, ne? Das heißt, da macht sich ein anderes schlaues Köpfchen dran, wie könnte man es besser gestalten, ja? Dann Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Ja, also vielleicht habt ihr dann auch einen Deal, ne? Vielleicht sagt dein, weiß ich nicht, irgendjemand, hey, du machst mir dies und ich mach dir jenes. Ja, das kann es natürlich auch sein. Und das könnte mit der Sonnenblumen, also im Herbst, zwischen Herbst und Frühling, könnte das passieren. Dann haben wir hier, oh, da haben wir viel. Das, wow, wieder, das, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Was ist das für krasse Legung, hey? Wir haben hier die Transformation, es kommt nochmal die Transformation. Also hier wird sich etwas transformieren, ein Geheimnis wird sich lüften. Vielleicht tatsächlich dieses Hindernis, wo du geglaubt hast, dass es ein Hindernis ist, was es ja nicht ist, ne? Dann haben wir hier Uranus, Veränderung und Neubeginn. Also hier startest du Veränderungen und zugleich den Neubeginn, den Aufstieg. Neue Lektionen wirst du lernen. Also auch Weiterentwicklung, Verbesserung. Ich kann mich nur wiederholen. Also hier verändert sich eine Situation in eurem Leben.
Neues Lebensziel. Ja, das hatten wir auch schon. Ich habe das auch schon am Anfang gesagt. Ich spüre hier auch neue Lebensziele. Du steckst dir ganz neue Lebensziele. Ein Lebensziel, das du dir vielleicht vor einem Jahr noch nicht gedacht hättest, dass du es machst. Ja? Und das kann alles Mögliche sein. Das weißt du am besten, was du machen möchtest, was dein Ziel ist, was deine Berufung ist. Wenn du es nicht weißt, kannst du dich sehr gerne an mich wenden, denn hier geht es tatsächlich um deine Karriere, um deinen Erfolg, um deinen Wachstum. Wir haben wieder die Biene als Symbol. Die Biene hatten wir, Moment, wo war denn die Biene? Irgendwo war die Biene. Moment. Hier. Hier, hier, hier. Na, seht ihr, so vertieft bin ich, muss selber schauen. Und da kommt jetzt etwas zum fruchtbaren Boden. Hier sehe ich, dass sich die Erde mit der Sonnenkraft verbindest du dich. Ja, du verbindest dich mit der Erde, du bist gut verwurzelt mit der Erde, du beginnst etwas zum Erblühen, da kommen wieder die Sonnenblumen. Also ganz ehrlich, viele von euch werden, wenn immer die Sonnenblumen bei euch blühen, September, also Ende September, Oktober, na, jetzt schon im August, sind viele Sonnenblumen. Also es kann wirklich schon sein ab jetzt, ne? Weil wir haben auch den Löwen. Also im August müsste sich etwas bei dir schon angefangen haben, Juli, Ende Juli, Anfang August, etwas Neues in dein Leben zu holen, zu bringen. Etwas Neues, was du erschaffen möchtest. Du blickst aber auch zurück auf das, was du schon erschaffen hast, ne? Vielleicht hast du dir schon ein Haus gebaut, vielleicht hast du dir eine Familie schon gegründet. Du bist in deinem, für dein Alter, ja, ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich sehe hier, dass hier eine sehr reife, intelligente Persönlichkeit sitzt. Du bist damit gemeint, egal ob du 20 oder 95 oder 110 bist. Es ist komplett egal. Hier geht es darum, dass du zurückblickst auf das, was du erschaffen hast, was deine Saat aufgegangen ist, ne, was auch immer diese Saat, was aufgegangen ist für dich. Das kann ein Haus sein, das kann eine Familie sein, das kann ein Business, eine Karriere sein, was da hier aufgeblüht ist. Ja. Und aber wir sehen hier noch drei halb offene Knospen, eine noch geschlossen, das ist noch im Unbewussten, das ist schon im Unterbewussten und das kommt schon langsam in dein Bewusstseinsfeld. Hier ist noch ein Projekt oder hier sind noch viele Projekte, die auf dich warten. Das ist eben das Neue. So, ich werde das jetzt auch so runterlegen. Ja, hier kommt das Schicksal. Hier wird sich das Schicksal unerwartet bei dir einschleusen. Also eine unerwartete positive Schicksalswendung. Wahrscheinlich werde ich es auch so nennen. Vielleicht nenne ich es auch Wunder. Weil für mich ist diese Legung wirklich ein Wunder. Weil so dermaßen so viele Informationen und so schöne Legung. Ja, wahrscheinlich Wunder, unerwartete positive Wendung oder Schicksalswendung. Es wird dir auch jedem ein Bote vom Himmel geschickt. Das haben wir hier auch. Irgendjemand wird dir geschickt, der dich da unterstützt. Und es könnte sein, dass hier jemand dir, wo Hilfe auch zu dir kommt. Ja, das kann eine Kartenlegung sein, die du da machen lässt oder die du hörst. Das kann auch ein sein, dass du dir Hilfe und Unterstützung holst bei deinen Aufgaben, bei deinen Vorhaben, einen Experten, eine Expertin. Ja, hier transformiert sich nochmal, jetzt kommt noch einmal die Transformation. Diese Karte ist eine wunderschöne Karte, weil sie den Tod so beschreibt in diesem Kartendeck.
dass sich hier etwas zum transformiert, etwas Neues beginnt aufzupoppen, von der Raupe zum Schmetterling. Wir sehen hier auch den Schmetterling, der auf der Lilie sitzt. Hier öffnet sich etwas, hier öffnest du deinen Brustkorb und ich habe das schon mit dem Auflegen so gespürt. Es fächert sich etwas auf, es möchte sich etwas öffnen. Wow, ja, die Sonne und den König der Stäbe. Du gehst es jetzt an. Vielleicht wirklich jetzt noch nützt die letzten Sommer, den August, Ende August, September, nützt du diese Chance, diese Gelegenheit, schnappst du und gehst in Richtung Sonne, in Richtung Bejahung, in Richtung Erfolg. Dann haben wir hier grenzenlose Möglichkeiten, wow, auf zu neuen Abenteuern und im Schatten verborgene Schätze mit dem Irrlicht. Und dann haben wir Zeit der Reife. Also du bist definitiv, hast du jetzt die Zeit und die Reife zu grenzenlosen Möglichkeiten. Die werden jetzt Sterne vom Himmel gesendet, Boten, Menschen, Engeln und so weiter. Hier schickt dir jemand, damit du in deine Reife kommst, indem dass du aufblühst. Also grenzenlose Möglichkeiten werden dir jetzt zur Verfügung gestellt. Und dann haben wir auf zu neuen Abenteuer, Flussgeist, eine wunderschöne Karte. Beide Karten, wenn man sie anschaut, sind ähnliche Farben. Mit denselben Farben kreiert sozusagen. Und hier möchte ich euch das Irrlicht vorlesen. Das ist ein wundervoller Text, ein wirklich wow. Ich bin echt überrascht von diesem Text hier. Deshalb möchte ich euch die zum Schluss definitiv vorlesen. Und die werde ich mir hier inzwischen hinlegen. Und werde da hier nur das Mikrofon ein bisschen höher stellen, damit ihr mich trotzdem hört, weil das Büchlein habe ich da jetzt schlauerweise reingelegt. Moment. So, ab. So. Dann haben wir hier die Sterne. Ja, neue Verträge. Du schließt einen neuen Vertrag, wieder die Transformation, das gibt es nicht. Hier war jemand sehr, sehr fleißig. Also für alle, die jetzt da dabei sind und die sagen, nee, ich habe mich da, weiß ich nicht, nicht viel gekümmert drum, mir war das relativ wurscht, ich habe mich, weiß ich nicht, entspannt, ich war Urlaub, habe relaxed, dann ist es dennoch auch für dich, ne? Weil du hast dich vielleicht in deinem Geiste weiterentwickelt und andere vielleicht körperlich weiterentwickelt. Also so oder so hast du dich transformiert. Deinen Geist oder deinen Körper brachtest du in die Transformation. So, ich lege es ja in die Mitte. Hier kommen neue Verträge. Ich zeige es euch mal so. Hier kommen neue Verträge auf dich zu. Etwas oder jemand, das ist schon dieser reiche, gute Herr, das steht mir auch so, das wäre auch jetzt für mich ein sehr erfolgreicher Herr. Oder du bist es, weil du in die Macherenergie gekommen bist, das heißt in die Yang-Energie bist du gekommen. Und weil du in die Yang-Energie gekommen bist, hat sich etwas für dich verändert und zwar zum Positiven. Hier transformierst du dich oder dein Gegenüber transformiert sich. Und somit kommst du oder dein Gegenüber oder ihr beide in diesen Erfolg hinein, in den Gefühlsstrom der Gefühle oder in den Finanzen, in den Erfolg, in die Sterne. Wir hatten ja irgendwo noch Sterne, ja, Sterne am Himmel, ne? Sterne am Himmel. Also grenzenlose Möglichkeiten stehen dir oder werden dir jetzt zur Verfügung gestellt. Aber du darfst mit Hindernissen natürlich noch rechnen. Also hier werden dir noch Hindernisse oder werden noch Hindernisse kommen auf deine Zukunft. Ne? Aber du entscheidest. Ne? Wir haben über die Hindernisse ja sehr lange in dieser Legung auch gesprochen und was du tun kannst.
Und hier auch diese absoluten schönen Verträge, die jetzt auf dich zukommen werden. Das kann jetzt natürlich ein Liebesvertrag sein, wobei ich eher glaube, dass es diese Legung, dass es tatsächlich um dein neues Abenteuer geht. Ja, also du setzt dir neue Lebensziele in deinem Leben. Das kann natürlich dein Ziel sein, eine neue Liebe, eine neue Partnerschaft, ein neuer Job, eine neue Berufung. Deine Gaben auszuleben, ich weiß es nicht. Na, das weißt du am allerbesten, was du da fühlst und spürst. Und dann haben wir jetzt noch diese Zusatzkarten. Auch schön. Wow. Ja, für dich wird sich ein neues Tor öffnen. Ein neuer Aufstieg wartet auf dich. Ein Aufstieg, ein Aufschwung, ich kann mich nur wiederholen, ein Zuwachs, ein Aufstieg deiner Möglichkeiten, vielleicht auch neue Lektionen, etwas, was neu ist, etwas, was unerwartet auf dich zukommt, ne? Weil wenn du diese Stufen hier rauf marschierst, weißt du nicht, was dich da oben erwartet. Du siehst nur, dass hier eine Laterne ist, das Licht. Hier kann natürlich der Chef, die Chefin, dein Liebster, deine Liebste, also das heißt, wenn du diese Hindernisse, wenn du diesen Weg der Stufen nicht gehst, dann wirst du diese Person da oben auch nicht antreffen. Ja? Also wir wären wieder dabei, dass du deinen wundervollen Zuckerpopo jetzt bewegen sollst. Und interessant ist für mich noch, diese beiden Karten hier sind beide die Zahl 10, also wieder diese Erneuerung. Also es kommt etwas Neues auf dich zu. Du steuerst jetzt diesen neuen Weg an. Hier werden sich neue Portale für dich öffnen. Wie gesagt, eventuell, da wir den Löwen hatten, dass sich das 8-8-Tor und das 8-8-Tor geht ja schon, geht auch bis zum 8.9. Und dann kommt das 9-9-Tor. Also hier auch dieser Aufstieg, dieser Aufschwung zu neuen Verbesserungen. Ja, die Krone kann ja auch jetzt nur Verbesserung deiner Lebensart und Lebensstil sein, was auch immer das heißen möge für dich. Natürlich kann es auch sein, da wir den reichen guten Herrn haben, dass du hier eine prominente Persönlichkeit kennenlernen könntest oder wirst. Oder es geht, dass du jetzt zu dieser berühmten Person wirst. Vielleicht hast du ein Buch geschrieben und dann kommen welche und sagen, hey, wir wollen dein Buch verfilmen. Ne? So absurd, dass das klingt, aber auch das kann sein. Ja? Oder deine neuen Ideen, die wir jetzt umsetzen. Ne? Also ich habe auch jetzt ganz, ganz viele Menschen kennengelernt, die Reporter sind, Journalisten und so weiter, voll spannend. Ne? Oder Menschen, die jetzt auch also das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, aber ORF. Leute vom ORF kennengelernt. Also das ist eben genau diese interessante Zeit, ne, was jetzt auch zu dir kommt, ja. Also hier seid und bleibt offen, denn es kommen jetzt neue Möglichkeiten. Ihr müsst nur euch erzählen oder müsst nur Leuten erzählen, was ihr vorhabt. Und wenn dann jemand sagt, hey, wow, ich finde das eine geniale Idee, ich möchte das mit dir gemeinsam umsetzen, dann solltest du hier nicht zögern, aber ich sehe, du wirst noch zögern. Weil der Sarg ist auch für mich so ein bisschen diese Angstkarte, Angst vor Neues, Angst vor dieser Transformation. Und das Schicksal kommt meistens, und das kann ich euch sagen, komplett unerwartet. Deshalb werde ich es wahrscheinlich auch unerwartete positive Schicksalswendung nennen. Na, du wirst es schon wissen, wie ich es genannt habe. Ja, jedenfalls diese beiden Karten sagen auch aus, dass es um eine Weiterentwicklung geht, um eben diese unerwartete positive Schicksalswendung und etwas oder jemand wird dir sozusagen vom Himmel geschenkt oder geschickt geschenkt. Ja, du bekommst ein Geschenk vom Himmel. So, jetzt haben wir das auch noch. Für alle, die jetzt das nicht anhören möchten. Danach mache ich jetzt dieses Gewinnspiel, ja, da du da mitmachen kannst. Ich werde dann auch das noch dazu schreiben. Da gibt es wahrscheinlich noch eine Frage zu diesem Gewinnspiel. Und wenn du mir diese beantworten kannst, ich habe es schon in dieser Legung oder mehrmals in den Legungen erwähnt.
Und dann bin ich gespannt, ob du diese Frage beantworten kannst. Und natürlich, ihr wisst, nur die, die wirklich mir auf Google die Sterne vergeben, die auch mir diese Wertschätzung entgegenbringen, die Daumen nach oben geben, die kommentieren, all die werden dort mit dabei sein. Und es wird eine Legung geben, also eine Legung oder eine Sitzung, das könnt ihr dann euch selber auswählen. Das, ja, siehst, na, ich wollte eigentlich eine Sitzung machen und dann ist es bei mir so rausgerutscht, die Legung. Also das heißt, wenn du einen Rundumblick gewinnen möchtest, ich werde es jetzt gleich so nennen, egal ob mit Karten oder nur als Channeling. Und das wird wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, 20 Minuten dauern, dieses Gespräch am Telefon. Und ich freue mich dermaßen. Ne? Und wenn du natürlich in meiner Umgebung wohnst und möchtest persönlich dein Gratisgespräch dir holen, dann kannst du natürlich auch zu mir in die Praxis kommen. So, jetzt habe ich das auch erwähnt und ich habe es nicht vergessen. Yay! So, und jetzt lesen wir noch das Irrlicht Schatten verborgene Schätze vor. Denn das ist echt ein Wow, weil das passt sehr, sehr gut zu dieser Legung dazu. Der Text. Ich kenne nicht immer alle Texte, aber diesen Text kenne ich. So, Irrlicht. Ich zeige es euch in die Kamera, aber gleich, weil da ist noch nicht so viel Text. Schatten, verborgene Schätze, das große Mysterium. Aha-Erlebnis. In seiner ganzen luminisierenden Pracht schwebt das Irrlicht momentan über den Schatten. Tiefen Bereich deines Lebens und fordert dich wispernd auf, in den Nebel das Mysterium des Unbekannten vorzudringen. Hoppla. Diese Einladung hat es dir womöglich schon einmal überbracht. Also dies, was ich hier gesagt habe, müsste dir schon mal kundgegeben worden sein. Nur, dass du ihr damals nicht gefolgt bist, obwohl sie durchaus deiner Neugier erregt hat. Doch damals fandest du, dass der von dir eingeschlagene Weg weniger Risiken barg. Und nun bleibt dir zwar immer die Wahl, ob du der Aufforderung nachkommen möchtest oder nicht. Aber andererseits weißt du auch nie, wann du dem Irrlicht wieder begegnen wirst. Insofern bleibt ein Nein durchaus nicht ohne Folgen. Aber was spricht uns am Bekannten eigentlichen dermaßen an? Denn das ist noch mehr gegeben, muss realisieren wir ja oft erst, wenn wir uns der Grenzen des Status quo bewusst werden und erkennen, dass es ein goldener Käfig oder auch Knast mit gelockertem Strafvollzug ist. Das Irrlicht kommt jetzt ein zweites Mal mit seiner ganzen Magie auf dich zu. Nun solltest du aber unbedingt die Sicherheit zugunsten der Abenteuerlust aufgeben. Deine Komfortzone den Gefahren einer Entdeckungsreise opfern. Die ausgetretenen Pfade den Umwegen, die dich womöglich in die Irre führen oder eben auch nicht, kannst du akzeptieren, dass dich der Verlust deiner selbst, deinem wahren Ich näher bringt? Nur wenn du bereit bist, die möglichen Umwege in Kauf zu nehmen und dich dem Unbekannten selbst zu stellen, können die tiefgreifenden Veränderungen eintreten, die ein Aha-Erlebnis zu bewirken vermag. Für dich ist es jetzt an der Zeit, darauf zu vertrauen, dass dich die höheren Mächte begleiten, dich in diese verborgenen Welten führen, auf die Schwelle zwischen dem, was war und dem, was sein kann. Dort wirst du lernen, deine Masken abzulegen. Liebe alles, was du dabei entdeckst, die Dunkelheit oder auch das Licht. Betrachte dies als göttlich und suche nach jener stille, leise summende Macht, die nur darauf wartet, dass du sie dauerhaft in die Welt bringst. Den Schatz, den du dabei findest,
wahren Wohlstand, also liebende Güte in Hülle und Fülle. Wirst du nur zu gern mit anderen teilen wollen. Aktuell ist Irrlicht ganz für dich da. Möchtest du dieses Mal seine Einladung annehmen? Es dürfte sich lohnen, denn ganz viel Gutes erwartet dich. Ja, schöner Abschluss, ne? Von dieser wundervollen, schönen Legung. So, ich schreibe es natürlich auch noch in die Infobox hinein. Zur Wiederholung. So, die Frage ist, was ist mein absolutes Lieblingsdeck, was fast immer in der Legung mit dabei ist? Schreibt es mir in den Kommentaren hinein und du bist automatisch dabei, wenn du meinen YouTube-Kanal abonniert hast, wenn du regelmäßig kommentiert hast, wenn du mir Sterne auf Google verteilt hast, am besten natürlich 5 Sterne, das wäre natürlich der absolute Wow, das ist natürlich das, was mich immer freut und auch hier kannst du gerne kommentieren, deine persönliche Meinung auch dazu schreiben, wie du mich empfindest, wie du dich gefühlt hast in den Legungen, in den privaten Sitzungen und so weiter. Also schreibt ganz fleißig in den Kommentaren, dann bist du dabei und es gibt eine 20-minütige, entweder eine Legung, die 20 Minuten dauert, oder eine Sitzung, ein Channeling deiner Wahl für 20 Minuten. Ich freue mich auf alle Fälle und bin gespannt, wer dann die oder der Gewinner ist. Und auch das werde ich dann auf meiner Community bekannt geben, wer gewonnen hat. Und ich werde es wahrscheinlich auch, wenn ich schaffe, auf der Community-Seite werde ich dann nochmal die Frage raufschreiben, die Frage und auch nochmal die Bedingungen zu dieser Gewinnteilnahme. Ich wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute, Baba, ihr Süßen, tschüss!